herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Build by Science. Wir gehen heute nochmal einen Schritt zurück und einen Schritt weiter. Das heißt, wir gehen zurück zur perfekten Trainingsplanung und einen Schritt weiter, weil es hier letztendlich eine recht interessante neue Untersuchung gibt, neue Untersuchungsergebnisse, die man in die Gleichung des optimalen Trainings, des Trainingsvolumens einfach hier ein klein wenig mit einfließen lassen sollte. Was wir bisher kennen und wussten aus den anderen Videos, wir kennen die Meta-Analysen von Schönfeld und Kollegen, die zum einen herausgefunden haben bzw. zusammengefasst haben, dass 10 Sätze pro Muskelgruppe und Woche die besseren Ergebnisse hervorzubringen scheint in Sachen Muskelaufbau als weniger als 5 Sätze pro Woche. Das heißt, wir haben also hier das Indiz, dass höheres Volumen pro Woche bessere Muskelaufbauergebnisse bringt als niedrigeres Volumen. Also Volumentraining gegen eher dieses Low-Volume-Training, High-Intensity-Training. Hier ist das Volumen grundsätzlich, das Volumentraining grundsätzlich die bessere Variante. Jetzt gibt es allerdings von, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, wie man diesen Herrn ausspricht, Amir Tellingham und Kollegen eine ganz interessante Studie zum German Volume Training. German Volume Training kennt ihr vielleicht unter dieser 10x10 Methode. Das bedeutet, es werden 10 Sätze a 10 Wiederholungen mit einem konstanten Gewicht bei einer Übung trainiert. Also beispielsweise 10 Sätze zu je 10 Wiederholungen Kniebeugen mit 100 Kilogramm. Und die Wissenschaftler haben hier letztendlich den Unterschied getestet zwischen dem klassischen 10 mal 10 und der Halbierung des Volumens. Das bedeutet, man ging herunter auf 5 mal 10 und hat sich dann einmal angeschaut, was ist denn hier besser für das Muskelwachstum. Wenn man die erste Studie hier mit einbezieht, müsste man annehmen, dass das 10x10 Training effektiver sein müsste als letztendlich das 5x10. Aber genau das Gegenteil ist hier passiert. Das bedeutet, die Gruppe mit 10x10 hatte keine wirklichen Mehreffekte oder hatte keine Mehreffekte, tendenziell sogar Probleme oder schlechtere Ergebnisse als die Gruppe, die mit nur 5x10 Sätzen trainiert hat, also 5 Sätze a 10 Wiederholungen. Was können wir jetzt letztendlich darauf schließen? Wir können zum einen schon mal ein klein wenig vermuten, dass wir also in irgendeiner Weise eine Kapazität zur Verfügung haben, um Muskulatur aufzubauen. Was wir auch in einem weiteren Video schon angesprochen haben, je mehr Sätze wir machen, umso ineffektiver wird das Ganze von Satz zu Satz bis zu diesem Punkt, bis wir letztendlich im Übertraining landen. Das heißt, anfänglich ist es immer besser, mehr Volumen zu machen und irgendwann kippt das Ganze und zu viel Volumen führt dann in Übertraining oder Overreaching oder letztendlich dann auch zu Verletzungen. Genau das scheint hier schon irgendwo im Bereich zwischen 5 bis 10 Sätze pro Einheit passiert zu sein. Das heißt, es macht keinen Sinn, möglichst viele Sätze hier zu absolvieren pro Muskelgruppe oder pro Übung, sondern scheinbar ist hier die Kapazität, die wir ausschöpfen können, bei ungefähr 5 bis vielleicht 6, 7 Sätzen, also getestet wurde nur bis 5, schon erreicht. Und hier haben wir dann nochmal die Meta-Analyse von Schönfeld und Kollegen bezüglich Frequenz. Wie oft sollten wir denn einen Muskel pro Woche trainieren? Und hier wiederum kam ja letztendlich raus, dass 2 bis 3 Trainingseinheiten pro Woche und pro Muskelgruppe bessere Ergebnisse beim Hypertrophie oder für den Muskelaufbau geliefert haben als nur eine Trainingseinheit pro Woche und Muskelgruppe. Wenn wir das alles also zusammenfassen, können wir hier sagen, die praktische Relevanz, die praktische Anwendungsmöglichkeit liegt also darin, tendenziell jede Muskelgruppe eher häufiger zu trainieren und mit einer moderaten Anzahl von Sätzen, sodass wir auf die Woche hingesehen auf 10 oder mehr Sätze pro Muskelgruppe kommen. Allerdings pro Trainingseinheit, also im akuten Training, nicht mehr als 5 bis 6 Sätze. Wir könnten jetzt also zum Beispiel sagen, wir trainieren unsere Brustmuskulatur, unsere Beine, wie auch immer, 2-mal pro Woche mit 6 Sätzen oder 3-mal pro Woche mit 4 bis 5 Sätzen. Das heißt, dann würden wir hier reinfallen. Denn hier bei dieser Meta-Analyse, Schönfeld und Kollegen, wurde die Trainings,
die Trainingshäufigkeit pro Woche nicht standardisiert. Das heißt, es kam nur heraus, die Leute, die eben mit dem höheren Volumen pro Woche trainiert haben, haben die besseren Ergebnisse beim Muskelaufbautraining. Würde man jetzt hier diese Studie mit einbeziehen, müsste man versuchen, letztendlich diejenigen einfach einmal herauszurechnen, die dieses hohe Volumen in nur einer Trainingseinheit letztendlich absolviert haben. Denn scheinbar könnte es ja hier dann zu einer Verfälschung kommen, beziehungsweise es ist weitaus weniger effektiv, ein sehr hohes Volumen in einer Trainingseinheit zu absolvieren, wenn man weiß, ab 5 Sätzen pro Einheit und Muskelgruppe fängt das Ganze an, nicht mehr so effektiv zu sein. Man muss natürlich jetzt hier auch sagen, all das sind erstmal praktische Erfahrungen plus Spekulationen, denn hier gibt es, wie gesagt, einige Schwächen, die man vielleicht noch ein klein wenig differenzieren muss und austesten oder ausreizen muss. Genauso kann man natürlich jetzt nicht eine einzige Studie hier herannehmen und das als Nonplusultra betrachten, sondern auch hier ist es lediglich wieder nur eine neue Information, die hier dazukommt, ein neues Puzzleteil, mit dem wir vielleicht was anfangen können. Und auf Grundlage dieser Studien und Meta-Analysen können wir dann letztendlich einfach dieses leicht höher frequentere Training im moderaten Satzbereich empfehlen. Hier bringen wir natürlich dann automatisch auch das High-Intensity-Training, also das HIIT-Training, wieder ein klein wenig ins Spiel, zumindest was das Volumen pro Trainingseinheit angeht. Ein typisches HIIT-Training sieht letztendlich so aus, dass ein Satz pro Übung und 1 bis 3 Übungen pro Muskelgruppe trainiert werden. Das heißt, wir kommen schon relativ nahe an diese 5-Satz-Grenze heran. Also könnte es natürlich auch sein, dass dieses HIIT-Training, Low-Volume-Training, doch gar nicht so verkehrt ist, aber sicherlich im Sinne der Frequenz mehr als suboptimal. Also hier kann man dann immer natürlich so ein bisschen spielen, aber es hat eben beides seine Vorteile. Man kann also hier letztendlich sagen, die Ansätze oder die Anhänger des High-Volume-Trainings und des High-Intensity-Trainings, also des Low-Volume-Trainings, treffen sich hier mal wieder in der Mitte. Also ist auch hier mal wieder die Mitte, letztendlich auch die goldene Mitte. Ich hoffe, für euch war das Ganze interessant und ihr könnt euch ein klein wenig Informationen für eure eigene Trainingsplanung hierbei herausnehmen. Wenn ihr mehr Informationen darüber erfahren wollt, dann bleibt am besten hier auf dem Laufenden, denn noch in diesem Jahr wird ein E-Book von mir veröffentlicht, das letztendlich diese Geschichten hier noch einmal ganz genau betrachtet. Also wir schauen uns nochmal an, wie funktioniert Muskelaufbau, welche Werkzeuge habe ich zur Hand, welche Studien habe ich zur Hand, wie kann ich mir hier einen wirklich optimalen Trainingsplan basteln, beziehungsweise worauf müssen wir achten, um eben einen möglichst perfekten, optimalen Trainingsplan für uns selber individuell zu schneidern. Das heißt, schaut euch auch die nächsten Videos an. Ich werde euch auch hier weiterhin Informationen liefern. Oder noch besser, ihr geht auf www.logisch-ernähren.com und tragt euch direkt auf der Startseite in den Newsletter ein. Dann seid ihr definitiv immer auf dem Laufenden. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Channel abonniert und wir uns auch im nächsten Video bei Build by Science wiedersehen. Bis demnächst.